Le Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario Stickcaster. Wir haben beim letzten Mal den fünften Royal Sticker bekommen. Jawohl, Royal Sticker, genau den. Und zwar haben wir den fünften Royal Sticker von einem Schneemann abgelost. Ja, wer es glaubt, wird selig, denkt man sich da. Aber ich mein's total ernst. Bitter ernst. Ja, und jetzt sind wir hier in der fünften Welt und das Ganze heißt wie, keine Ahnung, wir gucken mal kurz nach, die Freunde, ja. Also jetzt mal wirklich. Fünfte Welt. Und zwar heißt das erste Level der Shy Guy Dschungel. Ich wollte nie Manager sein oder Mitglied im Tennisverein, wollte nie zur Elite gehören, sondern wollte mich von deren Zwängen befreien. Diese Lemminge engen mich ein, für mich hier in der Menge allein. Muss es allen beweisen, die mir mein Talent aber kennen und hänge mich rein. Die konnten mich nie leiden, wollten mich aus dem Spiel schmeißen. Geborener Gewinner, ich forme die Finger vom Peace-Zeichen zum Schießeisen. Bin zurück auf dem Kiez, mit drückendem Beat. Und so weiter und so fort. Die Freunde, ja? Da hatte ich wieder einen Totalausfall gehabt. Das tut mir leid. Kommt nicht nochmal vor. Ja. Ich würde mich gern heilen, wenn das geht. Ja, ist zwar schön und gut, hier durchzulaufen, aber Heilung, hallo. Das wäre nochmal umso besser. Aber gut. Oh, guck mal das Wasser hier an. Wie schön das glitzert, oder? Kann man das auch mit dem Neigen des 3DSs beeinflussen? Nee, kann man nicht. Schade. Was ist denn da hinten? Das ist ja ein Propeller. Mensch! Was ist da? Da kann man runter. Hi. Nee. Wobei, ich könnte den brauchen, ganz ehrlich. Da muss ich meine guten Sticker nicht verschwenden. Zieh doch ab! Steh da nicht so rum wie Ryosaki, du Sau. So verkrüppelt. Jetzt heb mal den Sticker auf. Kannst du es nur wagen, Mann. Ah, guck mal hier. Da kann man wieder lecker... Item verbessern. Wunderbar. Ja, wie gesagt, im letzten Part war die übelste Action los. Wir waren in Bosses Eisfestung und haben gegen eine Bowser-Skulptur gekämpft, die im Endeffekt ein Schneemann war. Und von der haben wir dann im Endeffekt den Royal-Sticker bekommen. Ist das geil oder ist das geil? Ich feiere das dezent. Ich glaube, die lassen mich alle in Ruhe, die Shy Guys, oder? Die jagen mich nicht mit ihrer Lanze. Oh Gott! Okay, ich habe das Gefühl, ich brauche da irgendwas. Sonst bin ich gleich tot. Wie ist das? Oder soll ich irgendwie gucken, dass ich seitlich springe? Ah, ich bin tot. Okay. Wie soll ich da durchkommen? Angemessen. Oh, jetzt kann ich die ganzen Gegner wieder bekämpfen. Ey, könnt mich mal, das mache ich nicht. Nein! Mache ich nicht! Will ich nicht. Also laber nicht. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich muss aber auch irgendwie kämpfen, damit ich meine Heilung irgendwie wieder bekommen kann. Verstehen Sie? Trotzdem, ich muss doch irgendwie an den Rand kommen. Das kann ja wohl nicht sein. Und heilen will ich mich jetzt auch nicht hier, nur weil ich halt kämpfe. Wenn ich in den Kampf reingeschmissen werde, dann mache ich das, aber ansonsten habe ich da wirklich keine Lust drauf, die Freunde, ist ja wohl. Wunderbär. Soll ich dich vielleicht unten erstmal anhauen oder so? Das kann sein, ja, weil jetzt ist die erstmal ein bisschen benommen und vielleicht... Ja! Hammer, Brudes! Boomerang, Brudes! Was wollen Sie alle nun hier? Und ich dachte, ich brauche ein Dings oder so, damit ich, ja, diese fleischfressende Pflanze besiegen kann, aber... War nicht so. War nicht so, ist gut. Schade. Ich glaube, es geht echt nach Takt, aber ich... Ich weiß nicht. Irgendwie ja, irgendwie nein. Mal ganz kurz heilen. Und dann... Mein Glitzerfeuerblume, Brudes. Ja, Mario, ja. Oh Gott. Wie ich da ganz kurz... Ah! Oh Gott. Wie ich da ganz kurz...
das Schleudern verkackt habe. Ja. Das Schleudern der Feuerblume. Ich konnte das echt schlecht timen diesmal. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht bin ich raus und kann das einfach nicht mehr. Ja, das kann sein. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt gleich die... Hey! Was ist denn das hier? Ach so, wir sind... Ach so, hier kann man lang gehen. Ist hier vielleicht irgendwo eine versteckte Höhle? Sieht nicht danach aus. Oh Gott! Was versteckt ihr euch denn auch so? Macht, dass ihr Land gewinnt! Elendes Gesocks! Und da habe ich jetzt wieder null getimt. Das war jetzt eher mehr Glück und so. Aber egal. Wisst ihr, wie mich das juckt? Ja, gar nicht, richtig. Und zum Abschluss gibt es hier noch irgendwie... Ja... Ich hätte das Gefühl gehabt, das hätte ich auch noch irgendwie besser timen können, aber... Keines Ahnung, Brudes. Woher soll ich das denn wissen, ja? Ich kann auch nicht alles wissen. Ich kann auch nicht alles wissen, ja? Was meint ihr, wo ich meine Informationen hernehme? Bei Learning by Doing. Von Learning by Doing, meine ich natürlich. Ja? So einfach ist das. Man kann nicht immer alles auf Anhieb wissen. Nein, ich kann mich auch als übelsten Perfekto darstellen und, ja, sagen, wie geil ich doch bin, wäre auch die Wahrheit. Aber das macht man hier nicht eher auf YouTube, ja. Da ist man eher so derjenige, der, wie sagt man so schön, der sich eher die Komplimente geben lässt. Ich gebe mir nicht selber die Komplimente, ja, ich weiß ja, dass ich geil bin, aber das müsst ihr ja auch sagen. Okay. Das war ein bisschen zu viel. Sorry. Das war nicht meine Absicht. Aber komm, Bruder, ist dann drauf und zack. Sehr gut. Ich kämpfe jetzt nicht gegen den, ganz ehrlich. Da habe ich jetzt wirklich kein Interesse dran. Aber dich nehme ich mit. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Setting, mir gefällt's. Ah, ich weiß auch, warum wir die ganzen Eisensprünge brauchen für die Piranha-Pflanze. Brudes. Warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo vielleicht so ein Loch ist? Oh Gott! So ein Loch ist mit einem versteckten KP Plus oder so. Ich wette mit euch, hier ist irgendwo was. Ich mache eine Bombe drauf und Rest juckt mich nicht. Das hat ja gar nichts gebracht. Ah! Willst du mich aufspießen, Bruders? Was fällt dir eigentlich ein? Ich glaube, bei denen kannst du auch nicht mal mit einem normalen Sprung drauf gehen, weil die ja ihre Lanze hochhalten. Ja? Richtige Lanzelots. Ja? Fuck. In Minecraft wären es die, ich sag mal... Gott, Alter. In Minecraft wären es die, ich sag mal... Ocelots. Und hier haben wir einfach mal einen Lancelot. Wie geil ist das denn? Kann man hier irgendwie hoch? Ich meine, ich bin hier in der Wand drin. Seht ihr das? Aber da ist nichts. Leider nicht. Ansonsten... Junge! Lass es! Es fällt denen ein. Nein! Also bye. Komm schon, komm schon. Yes. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tut mir leid, aber du bist so eine Lauchzwiebel. Da lohnt sich das Kämpfen überhaupt nicht. Was ist hier rechts eigentlich gerade? Da kann man ja auch hochgehen. Ist das ein Busch? Sind das die Abenteuer im Busch? Ja. Ehrlich gesagt, ja. Und den besiege ich jetzt mal, weil ich interessiert daran bin, was da unten drin ist. Das interessiert mich wirklich jetzt mal. Ich denke, das hat vielleicht echt was mit Takt zu tun, oder? Ich
Ich glaube aber, das weiß keiner so genau, weil das Spiel ist halt wirklich unberechenbar. Das kannst du gar nicht vorher sagen, was hier Fakt und was nicht ist. Egal, ob es Fakt ist und nicht. Ich glaube, da reicht auch schon so ein Glitzerpanzer. Also, hi. Ja, vom Feinsten. Der hätte sogar, glaube ich, ein grüner Panzer beigereicht mit Exzellent und so, ne? Und dann. Ist hier nichts? Warte mal kurz. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich es platt gedrückt und dann. Kann ich vielleicht die ganzen Felder hier platt drücken? Ah, das geht dann irgendwie nicht. Dubios. Da weiß man gar nicht, was man davon halten soll. Oh, da ist ein Farbstern. Der Farbstern. Ich glaube, es gibt hier nur einen. Ja. Ding, ding, ding. Ich glaube, ich... Warte mal, das sind noch Stofffetzen und so. Und ich wette, ich muss die ganzen Stofffetzen bekommen, ansonsten kann ich nicht an den Stern rangehen. Ich wette mit euch. Dicken Pflanzen hier, ne? Du kannst echt denken, du kannst echt glauben, dass hier irgendwas ist. Aber du kannst ja nicht an tausenden... Oh. Natürlich rennen die jetzt weg, aber natürlich tun sie das. Gut, da halte ich mich ganz kurz auf und nutze die Gelegenheit dann mal eben schnell. Ja, du kannst ja nicht in diese tausenden Büsche reingucken, um zu hoffen, dass da irgendwo ein Loch ist, wo du durchfallen kannst. Vor allem, da du es ja auch nicht siehst. Ah! Hi, na, was geht? Bruders. Seine Scheiße! Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Du willst mich doch verarschen. Die haben zwei Phasen, die Viecher. Och, Junge. Du willst aber echt wissen, ja? Und jetzt mach's gut, du Sau. Ach so, das war gar nicht der richtige. Nein! Ich habe das Gefühl, ich krieg den gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich krieg den erst dann, wenn ich die anderen hier besiegt habe. Oder wenn ich abgehauen bin. Eins von beiden. Also bei... Gut, dass ich bei denen flüchten kann. Das gefällt mir. Ich glaube, ich muss dann irgendwie ein... Wo kommen die denn alle her? Verpisst euch! Wenn du die alle besiegen musst, ne, dann, ey, Junge, Junge, Junge. Du kannst dir schon mal deine dritten Zähne abholen. So, jetzt dürfte ich eigentlich springen, genau, okay. Diese Schemen. Mein Gott. Ist zwar gut, ne, aber musste vorher gucken. Er musste vorher echt gucken, ne, nicht normal. Komm schon. Seh dich doch, hör auf wegzurennen. Du hast mich doch gar nicht getroffen. Ich bin doch nicht... Boah, hier, komm. Friss! Jetzt dürfte ich eigentlich die Ressourcen haben, um zu dem hinzukommen, oder? Mal abgesehen davon, dass der ständig nur am Wegrennen ist. Kannst du bitte damit aufhören? Kann ich den vielleicht irgendwie den Schnipsel entreißen? Ich meine, normalerweise geht das ja, oder nicht? Dass du den Schnipsel so entreißen kannst oder dass du Sachen irgendwo rausziehen kannst. Aber hier... Fehlanzeige, Freundes. Komm schon! Wie willst du denn den kriegen, Mann? Ich komme da nicht hinter. Ich muss vielleicht... Ne, es geht gar nicht ums Schleichen. Es ist scheißegal, ob du schleichst oder nicht. Ach bitte, jetzt wird's aber langweilig hier. Hör doch mal auf. Es tut mir leid, ich kann da nichts gegen machen. Ach, bitte. Nerv doch nicht so rum, Mann. Weißt du, dass du die tausendmal jagen musst, bis sie da in die Ecke rennen? Wie dumm ist das denn? Das ist richtig dumm. Ich bitte dich, Alter.
Ach, und dann überlebt er das noch, du kleiner Wichskopf. Richtig nervig gerade hier, richtig nervig. Wow. Das ist gerade richtig nervig hier. Wenn das bei den anderen genauso ist, dann ist dann richtig bei. Brückenteil. Das erste. Sehr gut, okay, dann lass mal weitermachen. Aber vorher heile ich mich doch, ich bin noch nicht bekloppt, ja. Nein! Renn weg! Renn, solange du noch kannst! Ja. Gott, was ist denn hier los? Das ist ja richtiges verwuchertes Steingebiet. Oh mein Gott, Alter. So richtig viele verwucherte Felsen. Und hier irgendwo soll der sein. Was ist denn da? Da stand doch gerade eben irgendwas mit Sehen oder Lesen oder so. Da war doch gerade eben was. Da, ansehen. Pilzhandelsgesellschaft MBH, Blockhandelsgruppe, POW-Abteilung, Vizepräsident. Dort! Wie geil. Und dann? Was ist hier? Hier kann man wieder überall was aufkleben und so, ne? Ja, ja. Ja, ja. Schön, schön, muss ich sagen. Jawohl. Gefällt mir ganz gut. Ich dachte, hier könnte vielleicht so eine KP-Plus-Session am Start sein. Hier war aber leider nicht so. Aber ich bin's gewohnt. Ich weiß, ich hätte so und so machen können. Ich hätte es auch so machen können, dass ich... jetzt auch so machen können, dass ich mich so hinstelle, dass ich alle vier Kleber Sticker aufkleben kann, aber ist mir im Endeffekt so egal, ehrlich. Ja. Die zwei Sekunden, die ich verliere, dass ich mich da anders hinstelle. Verstehen Sie? Am Ende des Tages crazy, wenn der Part... Was ist das denn? Glitzerschweif, was? Was? Glitzerschweif, was ist das denn, Mann? Das sieht ja voll abgefahren aus. Kontraattacken des Gegners effektiv mit dem Schwung deines Schweifs. Wirkt nicht bei Angriffen aus der Luft. Oh nein. Babygirl. Was soll denn das? Kann man noch hier reingehen? Leider nein. Was ist hier? Pilzhandelsgesellschaft MBH, Warp-Röhren, Entwicklungseinheit, Vizepräsident der Materialabteilung. Gott! Wer auch sonst? Ohne Witz! Aha. Pilzhandelsgesellschaft MBH, Abteilung für administratives Sektor, Sektionsleitung Limonade. Ist da oben was? Wenn du dieses random Rumgesuche, bis du was gefunden hast, ne? Panzerkick 1, Panzerkick 3 ist in letzter Zeit so schlapp. Hat vielleicht privaten Ärger. Panzerkick 2. Hä? Was ist das hier, wenn es fertig wird, Mann? So richtiger random Scheißendreck. Bitte, Shy Guy, komm ran. Verbunden durch ein seidenes Band, doch Gelegenheit macht Diebe. Ja. Dann wird's hier noch so richtig philosophisch oder was? Wie krass ist das denn? Jetzt mal Real Rap, wo ist denn der? Komm schon. Das. Okay, ist das vielleicht. War das vielleicht ein Super Mario Maker Level? Wenn ja, leck mich! Spiel ich nicht! Todd, 18 von 40 möglichen Punkten, bitte zur Sprechstunde kommen. Jetzt reicht's auch mal mit diesen ganzen Tots-Sachen hier. Bin's leid. Junge, der ist doch hier langgelaufen. Wo ist denn der? Ich bin immer der, der am meisten das Pech hat, die zu finden. Oder diesen Shy Guy zu finden. Weil ich glaube, ihr hättet den schon längst gefunden. Nur ich hänge so lange rum, um den überhaupt irgendwie zu finden. Team Pocky gewinnt. Schön für uns. Schön für uns, Pockys, jawohl.
Komm schon, Alter. An Gumba, ich habe dein Rätsel gelöst. Die Lösung ist 423. Bin ziemlich sicher, glaube ich. Was? Wofür brauchen wir das? Ist es irgendwie relevant oder so? Weil ich habe das meiste jetzt irgendwie geskippt und gar nicht erst gelesen. Wer das so ist. Herz einer Frau, Herz eines Mannes. Beide Herzen erblühen in Liebe. Ja. Hier bei der Lichtung, seht ihr das hier? Das sieht so komisch aus, als könnte da irgendwas sein, aber da ist nichts. Mein Gott, Alter, wie langweilig ist das denn bitte, Mann? Stickerfest, ein Sternschnuppennachtstraum. Sticker Arena F7, Stehplatztribüne, Sponsor Pilzhandelsgesellschaft MbH. Mein Gott, wo ist denn der scheiß Scheigei? Oder besser gesagt, der Scheißgei. Es kann doch nicht sein, dass ich den nicht finde. Komm schon. Ich hab doch überall schon nachgeschaut, oder nicht? Das ist ja echt zu random hier, ohne Witz. Ja, Rabattgutschein ist mir egal. Wie soll ich denn hier nachschauen? Wie soll das denn gehen? Junge. Es gibt hier so zwei Lichtungsplätze und symbolisieren die irgendwas? Zeigen die vielleicht irgendwas? Ja, na endlich, Mann. Ganz ehrlich, es ist so ein Kack, ehrlich. Es ist so eine Scheiße. Das ist noch schlimmer als das zweite, als das erste Spiel, das Jagen. Versteht ihr? Übertrieben nervig, Alter. Wow. Verreckt bitte einfach nur, danke. Mein Gott! Wie kann man denn nur so rumnerven, Mann? Ja, und wo ist der? Nee, ne? Da muss man vielleicht jegliche Schnipsel finden, oder wie ist das? Kann das sein? Muss man hier jeden oder muss man hier alles untersuchen, damit man dann am Ende des Tages den richtigen Scheigei findet? Oder Sperrgei? Ist das so? Ist aber auch der falsche. Na, immerhin etwas, ne? Immerhin finden wir... Nein! Also du achtest da nicht drauf, weil es einfach so abartig nervig ist, hier überhaupt durchzukommen. Das macht das alles hier so ein bisschen, ich sag mal, nervig. Ach, bitte. Ich bitte dich, und du siehst ja auch nichts. Es gibt ja keinen Hinweis darauf, dass hier irgendwo ein Scheigei ist oder dass sie sich hier verstecken. Du rennst hier rum, so wie ich das hier alles mitbekomme, du rennst hier rum und das war's dann. Und auf gut Glück, finde, was du kriegen kannst. Okay, das waren Striche, warum auch immer. Aber okay, wenn es dein Ernst ist, du Sau. Das ist dein Ernst. Komm schon, da ist noch was. Ist es vielleicht der richtige? Schultermassage. Die kann ich auch ganz gut gebrauchen eigentlich. Jetzt gerade hier in dieser Situation. Ja. Mein Gott. Musikschule für musikalische Dinge, Schüler gesucht, jetzt neue E-Gitarre und ja. Da sollten wir am besten mal Kentelin Gavin anrufen, der könnte helfen. Aha. Und das versteht nur die Apollo Justice Zuschauer. Also keiner von euch. Nicht wahr? Ta-ta-ta-ta! Jenseits des großen Steintors findest du einen riesigen Yoshi. Ja, es gibt ihn also wirklich. Ist das wirklich nötig, hier einfach so lange rumzusuchen, Mann? Muss das sein? Bitte. Ey. Bitte. Bitte. Ja, aber Apollo Justice League, Freunde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es schon vorbei ist, wenn ihr das hier schaut. Ich glaube, es gibt noch ein paar Parts. Ich hab's ja schon komplett aufgenommen, ja. Ha, aber warum solltet ihr in Apollo Justice reinschauen? Ich meine, ihr habt ja bestimmt auch nicht in Phoenix Wright reingeschaut.
Weil ihr seid ja voreingenommen, denkt, dass diese ganze Ace Attorney scheiße Dreck ist. Aber das denkt man immer, bevor man sich mit der Materie befasst hat. Um jetzt mal hier die Werbung des Tages zu machen und euch auf die Ace Attorney Serie auf meinem Kanal zu lenken. Ja. Super Spieleserie, gönnt euch. Na? Ich bin jetzt schon seit einem Jahr dabei mit den Ace Attorneys und ich habe einfach so viel Liebe zu den Spielen aufgebaut, weil es einfach richtig cool ist. Ja. Es wirkt zwar vielleicht erstmal auf den ersten Blick total langweilig, weil man alles vorlesen muss. Es kann auch für den Zuschauer vielleicht langweilig sein, aber für die Blind-Zuschauer, die, hier, da steht gar nichts. Wahnsinn. Aber für die Blind-Zuschauer, die sich daran interessieren und so, für dich könnte das echt interessant werden, glaube ich. Weil diese ganzen Plot-Twists und so mitzubekommen. Mann, wo ist denn der scheiß Shy Guy, Mann? Junge. Es kann doch nicht sein, dass du hier 10 Minuten suchen musst. Wie scheiße ist das, bitte? Boy. Was soll das denn, Junge? Wie langweilig, Mann. Ich bitte dich. Mann, das ist so unnötig, Mann. Diese ganzen Papiere bringen dir ja gar nichts. Sind vielleicht nette Zwischensachen, aber 10 Blätter von den 30 Blätter einzusammeln, bis du mal den Shy Guy bekommst. Was für ein Dreck ist das? Total unlustig und unnötig. Das ist so eine Langziehkacke. Ja. Du streckst das Spiel unnötig damit, Mann. Gib da einfach diesen Shy Guy mit diesem verdammten Stück Blatt her. Es kann nicht sein, dass ich 2 von denen schon bekommen habe, aber der letzte will nicht kommen. Ich bitte dich, Mann. Es tut mir leid. Was soll ich dagegen machen? Ich kann nichts dagegen machen. Ich habe echt das Gefühl, dass du erstmal alle Papiere finden musst. Soll ich es schneiden oder was ist das für ein Scheiß hier, ehrlich? Es macht überhaupt keinen Spaß. 10 Minuten rumrennen, bis man einen gefunden hat. Das regt mich gerade übertrieben auf. Mein Gott. Was soll der Scheiß denn? Ich google jetzt nach dem Rätsel, nach der Lösung, Alter. Tut mir leid, aber das ist gerade so eine auf... Boah, ohne Witz. Paper Mario Sticker Star. Es tut mir leid, aber ich kann mir anders hier nicht helfen. Anders geht's ja nicht. Vielleicht gibt's ja so einen Spot, den man finden muss. Oder muss man vielleicht wirklich vorher alle 50 Blätter gefunden haben und alle Gegner besiegt haben? Ne, jetzt gucke ich erst recht nach. Das regt mich gerade übertrieben auf, Alter. Boah. Ich meine, für euch ist es ja auch nicht interessant. In dem Sinne. Ja. Selbst blind macht das hier gar keinen Spaß. So, versteht ihr? Meine Güte. Komm bitte einfach raus, wirklich. Es reicht. Warum ein Sniffet Guy jetzt? Warum ein Sniffet Guy? Muss ich hier vielleicht irgendwas aufhängen? Muss hier irgendein Dings... Ich guck gleich echt mal, vielleicht ist es echt der Grund. Ach, deine Mutter. Deine Mutter. Ach, das ist ein Scheiß hier, ehrlich. Ich will nicht mehr. Es reicht. Es ist okay. War langweilig genug jetzt. Es ist okay jetzt. Hör doch auf. Du kriegst ja nicht mal was dafür. Du kriegst ja nicht mal was dafür. Was muss jetzt hier aufgehängt werden? Wie dumm ist das... Das ist doch eine dumme Scheiße, ist das doch alle. Das ist doch richtig dumm. Es tut mir leid. Es tut mir leid.
Was packe ich jetzt hier rein? Okay, ich brauche ein Dings wie zum Beispiel einen Staubsauger. Wie geil ist das denn? Okay, da gehe ich jetzt gerade eben mal kurz einen Staubsauger holen, beende aber den Part, weil das hier eine richtige Scheiße ist. Jetzt darf ich hier wieder hinrennen und so. Das, oh, wie geil ist das denn? Das ist richtig geil. Wow. Wow. Voll geil. Krass. Das ist richtig scheiße. Du kommst, also ich, ne, ich habe jetzt nicht daran, ich habe echt nicht daran gedacht, dass ich hier jetzt, weiß ich nicht, diesen Scheiß da machen muss, dass ich mir einen Staubsauger holen muss. Was für ein Scheiß. Haut rein. Ciao.